Entschuldigung, es tut mir wirklich leid, dass ich Sie unterbreche. Mein Name ist Kurt Lürzeven und ich finde es unheimlich toll, dass Sie eine Sendung über Rechtsradikalismus und Rassismus machen, aber leider auch bezeichnend, dass kein Opfer von rechtsextremer Gewalt eingeladen wurde. Nicht mal ein Migrant. Also ich bin nicht von hier. Ja, aber Alfons, Franzosen sind keine Ausländer. Stimmt. Und Sie sind? Ich bin Kölner. Ausländer? Nein, ich bin Kölner. Genau, aber ursprünglich sind Sie ja bestimmt... Ich bin in Köln geboren. Also Sie sehen sich als Deutscher? Wissen Sie, ich lebe hier, ich arbeite hier, ich zahle hier Steuern, aber dennoch bin ich für Sie kein Deutscher. Jetzt hören Sie mal, wir bei der Anstalt grenzen niemanden aus. Wir sind es nicht so. Also wir sind nicht? Ja, nein, wir... Das will ich erst mal testen. Okay. Können Sie mir bitte die Namen der Mitglieder des NSU nennen? Oh klar, Bönhard, Zschäpe, Mundlos. Und den Ralf Wohlleben kenne ich auch noch. Sogar den Wohlleben? Ja. Und jetzt die Namen der Opfer. Käsewetter. Das war klar. Natürlich. Hören Sie, entschuldigen Sie, ich weiß, das ist einfach, weil sie ist ja, sie war ja Deutsche. Also das ist natürlich... wo Sie es gerade sagen. Frau Käsewetter war Deutsche. Halit Yozgat in Kassel, Deutsche. Mehmet Kubaschik, Dortmund, Deutsche. Enver Şimşek hat 30 Jahre in Deutschland gelebt. Gut, aber Sie müssen verstehen, Şimşek ist schwer auszusprechen, deswegen... Ach so, aber bei Ihrem Tierforscher, Şimşek, da hat es funktioniert. Okay. Abdurrahim Özidoğru, Süleyman Taşköprü, Habil Kılıç, Mehmet Turgut, İsmail Yaşar und aus München Theodoros Bulgaridis. Der Mann war Fahrkartenkontrolleur bei der Deutschen Bahn. Wie viel Deutscher kann man noch sein? Sagen Sie, das waren jetzt die Opfer des NSU. Jetzt, aber da sind ja noch viel mehr. Ja, das sind alles Menschen, die von Rechtsextremen ermordet wurden. Und diese grauen Flächen, die man da sieht? Für diese Menschen hatte man nicht mal Bilder. Sagen Sie, wie viel sind das insgesamt jetzt so? 173. Und man spricht von einer Dunkelziffer von bis zu 800 Menschen. Sagen Sie, seit 1945? Nein. Seit der Wiedervereinigung 1990. Warum weiß ich das nicht? Also ich meine, warum wissen wir das nicht? Weil ihr keine Angst haben müsst vor rechtsextremer Gewalt. Es geht immer um Obdachlose, behinderte Menschen, Antifaschisten und eben um uns.